Willkommen, liebe Zuschauer, bei einem neuen Horrorspiel, wenn man es so nennen möchte. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir wieder diesen grandiosen Titel, wo die Reihe leider tot ist, was mich echt ein bisschen ärgert. Weil ich fand, es war damals eines der größten, beziehungsweise auch einer der Big Player im Horror-Franchise, nämlich Alone in the Dark. Es gab da irgendwie 2008 ein Spiel, das hieß so, das, was wir jetzt hier gerade sehen, Alone in the Dark. Ich habe mir diese Alone in the Dark Collection für ein Apple und ein Ei auf Steam gekauft. Und da ich diesen 2008er Teil nie gespielt habe, wollte ich den gerne mal nachholen, um zu wissen, ist das Spiel wirklich so scheiße, wie alle sagen, oder ist es vielleicht doch eher so ein Guilty Pleasure? Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich habe keinerlei Vorkenntnisse von diesem Spiel oder sonst irgendwas auf dem Schirm oder gesehen. Es ging voll an mir vorbei. Aber, wie gesagt, wer weiß, vielleicht ist es ja eine kleine Perle. Who knows? Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, das ganze Spiel zum Laufen zu bekommen. Mal sehen, ob es auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Falls es da irgendwelche Issues gibt, muss ich gucken, ob ich einen Workaround finde, weil ich konnte auch zum Beispiel die Grafik-Settings nicht umstellen. Das Spiel ist ständig abgestürzt. Falls ihr es euch auf dem PC holt, schaut nach, dass ihr dann fix für runterladet, weil ansonsten könnt ihr die Auflösung nicht ändern. Und die Standardauflösung dieses Spiels ist, keine Ahnung, 720p oder so. Durch das Starten eines neuen Spiels werden aktuelle Spieldaten überschrieben. Möchten Sie wirklich fortfahren? Ah, Logo! Was machen wir jetzt? Wir halten uns an den Plan. Punkt. Aber es sollte doch nicht so. Keine Panik. Du weißt, womit wir es hier zu tun haben. In unserem Beruf passiert sowas eben hin und wieder. Soll das ein Witz sein? Diese Sprünge! Sie kamen aus einem Körper, als wären sie lebendig. Reiß dich zusammen. Der Pfad des Lichts ist greifbar nahe. Nichts wird das ruinieren. Gar nichts. Und jetzt halt dich an den verdammten Plan. Was ist mit dem da? Ist er wirklich noch bewusstlos? Finden wir es raus. Sieh mich an. Jetzt ist er ziemlich zahm, eh? Mann, der sabbert wie ein Baby. Total verblödet. Dank Paddington ist er nur noch ein ganz normaler Typ. Der macht keinen Ärger. Hoffentlich, Edward. Wer sagt, dass wir leben dürfen? Bis jetzt war ich ziemlich nett zu Ihnen. Aber wenn Sie mir einen guten Grund liefern... Mrs. Dove, lassen Sie das. Sobald unser anderer Freund hier tot ist, kann nur noch Paddington den Stein manipulieren. Sie wollen doch nicht alles gefährden, wofür wir gearbeitet haben, oder? Nein, Sir. Habe ich mir gedacht. Mr. Hammett, Sie und ich begleiten Paddington. Mr. Scoff, schaffen Sie den da aufs Dach und töten Sie ihn. Schon so gut wie erledigt. Sofort! Da lang. Hey, wir sind im Spiel jetzt. Au. Ja, ich gehe ja schon. Nee, nichts. Jetzt nach links. Muss ich die ganze Zeit über blinzeln in diesem Spiel? Warum sind Sie noch da? Aufs Dach mit Ihnen. Wir müssen plötzlich sein. The fuck? Ich kann mir nicht tun. Sie hören einfach nicht zu, was? Tempo! Stopp! Los, Bewegung! Ich mach das auf! Keine Zeit für totes Fleisch! Los jetzt. Tempo! Alter, die deutsche Sprachausgabe ist echt Panne. Da lang. Nee, nichts. Alter, ich darf mich. Alter, ich darf mich nicht mehr umgucken. Noch einmal und ich jag dir eine Kugel in den Kopf. Tempo. Kann man hier sterben? Los doch, schön die Treppe rauf. What? Was zum. Warst du das? Du verdammter Idiot! Halt! Warte! Shit! Da lang. What?
Was ist gerade passiert? Hä? Durch die Tür da. Jetzt nach links. Tempo! Warum sind Sie noch da? Aufs Tempo! Wir müssen pünktlich sein. Stopp! Mach dir keine Sorgen. Ich mach das auf. Totes Fleisch. Stopp! Ich mach das auf. Die Treppe hoch, dann nach rechts. Tempo! Ja, ja, ich kann ja nicht schneller, als ich laufen kann. Was soll ich denn machen? Nach rechts. Los, weiter. Was für eine Scheiße. Oh, gib mal. Was zum Teufel war das? Was zum... Warst du das? Du verdammter Idiot! Dafür stirbst du! Fuck. Okay, was jetzt? Er wurde gerade von einem Monster gesnackt. Ist das dann eine normale Laufgeschwindigkeit? Alter. Die mir flüchten muss, habe ich echt ein Problem. Der Narbenmann. Mein Gott. Wer zum Teufel bin ich? Ich glaube, er muss gleich kotzen. Kein Grund, sein eigenes Spiegelbild zu zerdeppern. So, ich Perspektive wechseln mit Tab. Okay, wir haben fixe Kameraperspektiven, wie wir es in Resident Evil haben. Rein da. Finde ich gut. Wurde auch Zeit. Was ist, wenn er uns den Pfad nicht zeigt? Was ist, wenn er uns leint? Ausgeschlossen. Er macht genau, was wir wollen. Hören Sie gut zu, Paddington. Man kann jemanden auch anders foltern, ohne ihm Fleisch und Knochen zu verletzen. Oh ja. Wir haben viel durchgemacht, um Sie und den Stein zusammenzubringen, Theo. Sie sind der Einzige, der weiß, wie man seine Macht nutzt. Leiten Sie ihn, führen Sie ihn. Sie werden unser Lichtbringer. Andernfalls werden Sie leiden. Extrem sogar. Sie sind verrückt. Sie haben das doch gesehen. Das klappt nicht. Ach, mal sehen. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was ist das für ein Geräusch? Geräusch? Das sind wieder diese Sprünge. Sie! Ich guck gerade, ob ich es mit dem Controller spielen kann, aber der reagiert nicht. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das ändern kann. Weil mit Maustastatur spielt sich das Spiel nicht so wirklich gut. Gehen, ja. Benutzen, springen. Stellesteuerung. Meta öffnen. Okay. Nein. Wie reagiert der Controller? Nee.
Vielleicht muss ich das Spiel dann irgendwie neu starten oder so. Was war denn das für ein Anfang? Ich finde den Anfang gar nicht so schlecht, wenn die... Wenn die Dialoge nicht so cheesy wären. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Hilfe! Ich stecke im Fahrstuhl fest! Ist hier jemand? Hallo? Hier kann ich jetzt da runterklettern? Hilfe! Ja, ja. Springen, um Hindernisse zu überwinden, leer. Verstanden. Das kann man mit dem Körper verschieben. Allein? Was soll ich tun? Versuchen Sie, die Wartungsluke über Ihnen zu öffnen. Vielleicht kommen Sie dadurch raus. Okay, ich versuch's. Okay. Ich komme unmöglich an die Luke ran. Hält er sich mit dem Arsch? Kann er mal anhalten? Was ist mit der Steuerung auf einmal los? Die ist voll cranky. Ganz vorsichtig jetzt. Ganz langsam runterkommen. Atmen Sie tief durch. Okay, was jetzt? Das sieht aus, als könnte ich da raus. Okay, geschafft. Anna, du musst mit dir rausholen. Okay, es gibt nur eine Tür, die ich nehmen kann. Verdammte Tür! Bitte, Mister, Sie müssen uns helfen. Er ist verletzt und ich kriege ihn nicht allein raus. Haben Sie die Wände gesehen? Sie leben wie in einem Albtraum. Sie öffnen sich und verschlingen einen. Ich hab's gesehen. Ich schwöre. Entspannen Sie sich. Wir finden einen Ausweg. Und was quatschst du da überhaupt? Uns passiert schon nichts. Und jetzt sag mir, Baby, wo sind wir alle? Wir können Möbelstücke ergreifen und was? Umherbewegen. Mit dem Ding jetzt. Es ist meine Schuld. Die kriegen uns, genau wie die anderen. Objekt loslassen. Okay. Jetzt? Fenster kann ich damit auf jeden Fall nicht kaputt machen.
alles was. Ach, der Feuerlöscher. Hier Taste 0 zum Sprühen. Drücke 0. Passiert nichts. So eine alternative Taste. Okay, ich muss das irgendwie anders machen. Ich finde das mit Maus und Tastatur irgendwie echt nicht geil. Deswegen mache ich mal kurz einen Break hier und bin gleich zurück und werde nochmal kurz gucken, ob ich die Steuerung irgendwie umstellen kann. Bis gleich. Was zum Teufel ist das? So, ich habe es jetzt auf Controller umgestellt. Das muss man irgendwie auch ganz umständlich machen, weil er den nicht sofort erkennt. Guck mal, auf A können wir rennen. Weg dir los aus mit B, okay. So, jetzt grab ich mir schon direkt den Feuerlöcher. Zum Sprühen, rechten Trigger. Geht aus, ihr Flammen! Haben Sie mich erschreckt? Wurde auch Zeit, dass Sie Ihren Arsch hier bewegt haben. Ich bin verletzt und krieg die Tür nicht auf. Und was ist mit diesem Gebäude los? Anna! Ich sehe zu, was ich machen kann. Wie, die Tür geht nicht auf. Würde ich irgendwie aufboxen? Ganz ruhig. Wir sind in einer Minute hier raus. Das Gebäude. Es hat sich bewegt. Das bedeutet, sie sind wieder da. In der Halle. Weg da. Ich schlag die verdammte Tür mit dem Feuerlöscher ein. Ach, mit dem Feuer? Ja, stimmt, hat er recht. Schlagen. Nicht schlagen? Warum ist denn das so kompliziert? Nimm das Ding doch auf. Ah! Die Animation ist halt auch super. So, wir brauchen den noch. Unendliche Feuerlöcher. Damn. Geht aus, ihr Flammen. Auf gar keinen Fall. Ich spring nicht über diese Flammen. Spring mit X. Zeithupe. Das ist schnelle Drehung. Eine Knarre. Check öffnen den gesamten Gegenstände. Verwenden. Zum Schießen rechten Trigger. Okay.
sowas wie Auto-Aim? Die Tür aufschießen. Dann wechselt es zu einem Ego-Shooter. Holy shit. Um Verletzungen zu behandeln, benötigen sie Heilgegenstände. Ja, das wäre ganz gut. Kann sich auch mit allem Möglichen hier behelfen. Das finde ich irgendwie interessant. So Alltagsgegenstände kannst du benutzen, so Stühle oder was weiß ich alles. Um dann den Gegner zu verdreschen. Und zwar hier. Ah ja, First Aid Spray. Munition, Klebeband. Zum Heilen nach links. Man muss Körperstellen verarzten? Okay. Das Ding hat gerade einen Weg frei gemacht. Holy shit. Okay, was jetzt? Er klappt einfach tot um. Dieses Spiel ist echt nicht gut. Das sollte ich jetzt schon auf die andere Seite. Aber das ist Stromkabel. Hochdrücken. Du Scheiße! Bloß nicht runtergucken am besten. Jetzt erstmal wieder an der Wand entlang. Hey, alles klar! Sie sind nicht verletzt, oder? Geht so. Komm, lauf ein bisschen schneller. Ah! Oh Gott. Fliegt auf einmal so ein Polizeiauto nach oben. Was zur Hölle ist hier denn los? Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Hochklettern. Gut. Und jetzt? Kann ich da entlang? Ah! Okay. Das war so nicht richtig. Hallo, Seda, hier drüben! Gehen Sie um das Gebäude! Reißen Sie sich das Kabel! Warum ist jetzt Zeitlupe aktiviert? Ist das Max Payne? Sie sind nicht verletzt, oder? Und er fällt einfach mal runter. Jetzt kommt wieder das Auto. Das stört ein bisschen die Wand. Aber wenn ich hochgeklettert bin, wo muss ich denn dann hin? Vielleicht.
scheiße. Ich glaube, unter dem Gargoyle hier bin ich sicher. Unter dem Wasserspeier. Tschüss. Ah, ist ein Einstieg. Guck mal, die Ratten. Muss das ein B? So, ich muss weiter nach oben. Weil das Kabel physikalisch... Spack's komplett rum. Da bis nach drüben springen, das schaffe ich nicht. So, jetzt bin ich wieder eine Ebene weiter unten. Oh Mann, ist das doof, ey, dieses Spiel. Ich zieh das durch. Aber der letzte Anfang allein ist schon nur, die Steuerung ist halt echt die Pest. Die Steuerung ist definitiv nicht gut. Okay, das ist jetzt wieder unser Kabel. Wie greife ich denn das Kabel mit A, ne? Kann er sich mal nicht zur Seite bewegen, sondern mal nach oben klettern? Hier, das Ende. Wie rennt man auf A, ne? Lässt er ins Kabel dann los? Was macht er denn? Ist die Kamera auch rumspackt, wie blöd. Ich will da nur nach oben. Geht nicht. Komm schon. Ich schaff das. Ich häng fest. Nein. Das will nicht. Forget it. Ich mach's offscreen. Bis gleich. Muss mich von der Wand lösen. Natürlich. Okay, geschafft. Und jetzt? Da drüben brennt's. Was mach ich denn jetzt? Hier kann ich dran klettern. Okay. Ach, stimmt. Oh ja, komm, ey. Wow. Cheat, cheat, cheat. Hey, lass los. Okay, ich muss da hoch anscheinend. Bis jetzt ist es einfach nur viel Klettern, aber mehr auch nicht. Was war das gerade? Alter, dieses Spiel ist so komisch. Ah, I don't get it.
muss irgendwie den Feuerlöscher da hochbekommen. Das ist wahrscheinlich so die Hauptaufgabe. Warte. Geh dann hier so hin. Also das Spiel ist halt kein Vergleich zu zum Beispiel, was ich gespielt hatte, Alone in the Dark, The New Nightmare. Von, ich glaube, Anfang der 2000er oder so war das. Man geht doch. Merkt man jetzt schon alleine von der Inszenierung her, dass alles wirkt weniger gruselig, sondern mehr actionlastig. Ich glaube, sie wollten mit diesem Spiel versuchen, so ein bisschen Silent Hill nachzueifern. Oder Resident Evil. Oder den Genre-Helden. Oder Genre-Klassikern, nenne ich es mal. Bei Alone in the Dark, wie gesagt, auch eigentlich ein Mystery-Horror-Klassiker ist. Aber dieses Spiel von 2008 war, glaube ich, echt the worst. Und jetzt weiß ich auch warum. Jetzt habe ich das Feuer gelöscht, aber nun kann ich nach oben. Ja, es klappt. Er ist, glaube ich, nicht mehr Edward Carnby, den wir kennen aus Alone in the Dark, The New Nightmare. Sondern es hieß, glaube ich, dass er Jack heißt oder so. Hallo, hier drüben. Beeilen Sie sich, ja? Vorsicht! Ja. Sie reißen noch die Kabel von den Wänden. Ey, shit. Alter. Oh mein Gott. Okay, okay. Nur nicht nach unten sehen. Ich kann das. Okay, jetzt müssen wir uns nur noch hier rüber schwingen. Hat ein bisschen was von Uncharted, so. Okay, was jetzt? Boah, die Framerate. Komplett in den Keller. Wir sollten Jack suchen. Er ist einer der Wachleute des Hotels. Er weiß, was zu tun ist. Wie machen wir... Können wir jetzt diese Tür aufbrechen? Damit, mit der Lampe. Das geht mit der KI, mit seiner Steuerung ab. Ich glaube, wenn ich nur noch Nahkampfwaffen habe, werde ich in diesem Spiel so grandios scheitern. Jetzt. Geh kaputt, du räudige Tür. Ah! Ernsthaft? Ich komme nicht durch diese Tür? Fuck you. Macht so einen Jump manchmal nach oben. Jetzt aber. Vorsicht und hören Sie gut zu. Die Wände selbst sind gefährlich. Meinst du mit diesem Spiel wirklich ernst? Oh mein Gott! Also cringe reicht gar nicht, um das zu beschreiben. Das ist einfach... Keine Ahnung, hier fliegende Gegenstände und so ein Käse. Was zur Hölle? Ich meine, das Spiel ist 14 Jahre alt. Ich meine, gut.
Kann man auch sagen, wussten es vielleicht nicht besser, aber ey, ich glaube, das Spiel war schon für die damalige Zeit ein bisschen teuer. Brauche ich den Tisch, um irgendwo hochzukommen? Das wirkt nämlich fast so. Ich muss da irgendwie hoch. So. Kann er mal da bleiben? Ja, auf den Tisch, Junge. Was? Es geht nicht. Na also. Ah, geschafft. Jetzt haben wir wieder räudige Stromkabel. Ich folge mal den Ratten. Ich glaube, die machen das richtig. Okay, hier können wir wahrscheinlich den Strom abstellen. Da nicht mehr durch. Aber hier ist kein Feuerlöscher oder ähnliches. Kann ich hier trotzdem durch? Ja. Okay, was jetzt? Sind Sie okay? Geht so. In dem Raum ist der Strom ausgefallen. Sie brauchen Licht. Irgendwas, das leuchtet. Sie brauchen Licht. Irgendwas, das leuchtet. Aber nichts, was leuchtet. Da war ein Kabel, mit dem ich hoch kann. Versuchen Sie, einen Stuhl anzuzünden und benutzen Sie ihn als Fackel. Stuhl anzuzünden? So, deswegen das. Okay, jetzt nehme ich mir davon von dem Stuhl irgendwas. Benutzen Sie ein Objekt, das Sie in der Hand haben. Mit dem Stick. Es davor hält. Be gone, Demon! Vielleicht brennt mir das Ding halt in den Händen ab, ne? Haben Sie auch diese Risse gesehen? Mann, was sind das für Dinger? Das Gebäude wird auseinandergerissen. Okay, jetzt springen. Anna? Die wurde doch von diesem Riss erfasst, oder? Möchten Sie Ihren Fortschritt wirklich speichern, Frage? Ja. Weiter. Wovon redest du da? Du erinnerst dich nicht, aber keine Sorge. Ich
habe die Schlüssel zu deinem Verstand. So, gib mir meinen Stein. Ich hab keinen Stein. Und jetzt fahr zur Hölle. Was war? Gegnerfizien LT. Reiten Sie Schlag vor, schlagen Sie zu. Mit oh Gott, ja. Mach ich doch. So. Ich will nicht sterben. Ungeheuer mit Feuer endgültig ausschalten. Feuer, habe ich irgendwas, das brennt? Ich habe eine Pfanne. Hier, nimm doch das auf, das brennt. So, hier, der Stuhl. So. Meine treue Kelle. Vielleicht sollte ich mit diesem Kabel da weiter. Nach oben klettern, nachdem sie mich ganz uncharmant runtergestoßen hat. Das Kampfsystem in diesem Spiel ist... Oh mein Gott. Mach es doch noch komplizierter. Jetzt muss ich darüber springen. Geschafft. Wer sagt denn das? Wachmann! Verdammt! Kann mir jemand helfen? 3 Jahre war ich total allein in dieser Scheißstadt! Und jetzt das? Ich glaub's einfach nicht! Da war irgendwas. Ich seh's aber nicht. Falls mich jemand hört! Ich stecke ins Fahrstuhlfest! Das ist hier der Feuerwehrsimulator. 2008. Quelle. Autsch, autsch, autsch. Es breitet sich immer zu sehr aus, ich kann nichts machen. Weil hinter mir tauchen schon die nächsten Flammen auf. Ich bin tot. Okay, wisst ihr was? Das soll es jetzt erstmal gewesen sein von Alone in the Dark von 2008. Wir machen jetzt gleich an dieser Stelle weiter. Guck mal, wir haben auch eine Rückspulfunktion. Finde ich echt interessant. Können wir in verschiedene Kapitel zurückspulen. Finde ich cool, dass es das gibt. Nettes Feature. Aber ja. Ich meine, ich habe die ganze Collection für... Lass es mal 2 Euro sein, ne? Habe ich jetzt gekauft. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel vom Spiel erwartet, um ehrlich zu sein. Ich wurde trotzdem enttäuscht. Also das Spiel ist halt echt super cringe. Sowohl in der Steuerung als auch in der ganzen Inszenierung. Ich spiele nicht mal eine Stunde, aber es ist halt echt, boah. Egal, zieh mir durch. Wir können das. Auf jeden Fall, vielen Dank schon mal, dass ihr dabei wart bei diesem Cringe-Fest, das sich dann nennt Alone in the Dark von 2008. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.